Herzlich willkommen zu meiner neuesten Let's Play-Reihe. Wir spielen Sid Meier's Ace Patrol. Frei übersetzt heißt das in etwa Patrouillenflüge der Fliegerasse. Ein rundenbasiertes Strategiespiel. Zur Zeit des Ersten Weltkriegs ist es angesiedelt und wir steigen in den Himmel. Wir spielen Jagdpiloten im Kampf gegen Fliegerasse der Gegenseite. Dazu habe ich bereits ein umfangreiches Review-Video veröffentlicht. Hier ist der Link dazu. Dort erkläre ich die Grundzüge des Spiels und gebe eine Einschätzung, was mir an diesem Spiel gut gefällt und was vielleicht nicht ganz so gut. Gut genug gefiel es mir, um diese Let's Play-Reihe anzukündigen. Die starten jetzt auch. Das, was ich im Review-Video erklärt und ausgeführt habe, werde ich hier nicht im Einzelnen nochmal wiederholen. Da lohnt sich vielleicht auch einmal ein Blick oder ein Reinhören in dieses andere Video. Wir starten die Einzelplayer-Kampagne, ein neues Spiel. Wir überschlagen die Tutorial-Missionen und wählen eine Nation, mit der wir spielen wollen. Ich nehme mal die Deutschen, denn die anderen, die kenne ich teilweise schon und vor allem hatte ich bislang die Deutschen immer nur als Gegner. Jetzt werde ich die mal selber spielen. Einen Nationenbonus erhalten wir. Der ist in unserem Falle jetzt, unsere Piloten erhalten eine Spezialfähigkeit nach nur 2 Siegen, was etwas deutlicher vielleicht formuliert bedeutet, dass wir weniger Abschüsse brauchen von feindlichen Piloten, um neue Flugmanöver zu erwerben und zu erlernen. Jetzt müssen wir noch einen Staffelanführer wählen. Ich nehme mal den hier, Fritz Jacobs, denn dessen Bonus, der ist relativ neutral. Bei den anderen kommt es teilweise dazu, dass, wenn ich das hier richtig sehe, dass bestimmte Spielfeatures von mir nur eingeschränkt demonstriert werden können. Fände ich ein bisschen schade in einer Let's Play-Reihe, dass er dagegen Reichweiten schütze. Das bringt uns lediglich einen gewissen Kampfbonus beim Angriff auf Feinde ein. Yes, sir. Und jetzt wollen wir zunächst einmal bei Fähigkeiten-Level den Schwierigkeitsgrad einstellen. Ich nehme mal hier den mittleren. 2x Punkte bedeutet, wir spielen ja hier um einen Highscore, darum möglichst viele Punkte zu bekommen, dass die Punkte, die wir in einer Mission erhalten, immer mal 2 genommen werden. Hätten wir einen schwierigeren Grad, wäre es ein höherer Faktor, hätte es ein niedrigerer, wäre es ein kleinerer Excellent. Faktor. Staffelnachrichten. Excellent. Fritz Jacobs wurde zum Hauptgefreiten befördert. Und das ist ja quasi das, der Ausgleich dafür, dass wir die Tutorial-Missionen nicht gespielt haben. Wir können jetzt neue Manöver für ihn wählen, die Standardmanöver ergänzen. Und da haben wir Glück. Das ist gleich ein sehr, sehr richtig gutes Manöver, das wir hier ausgelost bekommen vom Programm, das uns angeboten wird. Der Immelmann. Von Max Immelmann, dem berühmten Jagdflieger. Ein ganz, ganz tolles Manöver. Ein halber Looping, gefolgt von einer halben Rolle für einen schnellen Richtungswechsel. Was man damit anfangen kann, das werden wir sicher gleich in unserer Mission auch schon mal sehen. Werde ich dann demonstrieren. Und wir können gleich noch ein zweites Manöver dazu wählen. Da nehme ich mal den einfachen Looping. Der ist nicht unbedingt notwendig. Wir haben ja schon den Immelmann. Ich glaube, der sollte da eigentlich völlig ausreichen. Dann nehme ich mal das hier. So, Verbesserungen heißt, das ist auch ein Ausgleich zu den Tutorial-Missionen, dass wir eines unserer Flugzeuge upgraden können mit einem zusätzlichen Maschinengewehr für mehr Feuerkraft. Dann nehme ich mal unseren Chef hier. Der reißt sich das natürlich unter den Nagel. Ich glaube nicht, dass der in Wirklichkeit einem seiner Mitflieger in seiner Staffel diesen ersten tollen Bonus gegönnt hätte. So, jetzt wählen wir noch eine Mission, mit der wir unsere Kampagne starten. Da werden ja immer 3 verschiedene Missionen zur Auswahl geboten. Das sind immer andere. Und wir starten jetzt einmal womit? Loses Mundwerk. Ein massiver Angriff auf unsere Versorgungsdepots. Da können wir eine Gruppe frischer Rekruten beim Gegner angreifen. Und hier, da greifen wir alleine
gleich eine ganze Gruppe von Gegnern. Alles relativ geringe Basiswertung, wie ihr seht. Das heißt, so unglaublich schwierig sollten diese Missionen eigentlich nicht unbedingt sein. Ja. Dann nehme ich das hier mal. Übervorteilt. Das Pilotentraining wird beschleunigt. Frische Rekruten beim Gegner sollten wir abschießen. Hohes Risiko, wird nicht einfach sein. Mal gucken, ob das klappt. Wie viele Piloten können wir mitnehmen? 2. Dann nehmen wir natürlich hier unseren Chef mit. Und noch einen weiteren. Ist eigentlich fast egal. Hier die Andrea Buchner, die kann schon ein anderes Manöver. Auch dieses Seitenmanöver, das der Fritz Jakobs auch schon beherrscht. Ich glaube, die nehme ich mal mit, genau. Yes, Sir. Und dann kontrolliere ich mal. Das ist das Flugzeug, das uns allen zur Verfügung steht. Wir haben noch kein anderes zur Auswahl. Eine Fokker. Mit relativ wenig Trefferpunkten. Und nur einem nach vorne gerichteten Maschinengewehr. Und jetzt schaue ich mal, dass ich die beiden unterschiedlich einfärbe. Das finde ich eigentlich immer ganz praktisch, um die gut auseinanderhalten zu können. Excellent. Da gebe ich dir mal hier die Farbe gelb. Also einmal schwarz, einmal gelb. Und los geht's. Vier Gegner gleich. Ah, ist doch eine ganze Menge. Bin ich da vielleicht etwas zu viel Risiko gegangen? Wir werden sehen. Unsere eigenen Piloten sind da noch nicht so erfahren. Okay, das sind jetzt 4 Newbies, 4 Einsteiger. Aber viel, viel besser sind unsere, befürchte ich, auch noch nicht. Die haben die Airco. Das ist das Flugzeug des Gegners. Sieht in etwa so aus wie unseres. Ja, da kann ich keinen so großen Unterschied entdecken. Alles Frischlinge. So. Wollen wir uns mal schnell auf der Karte orientieren. Wir haben 1, 2, 3, 4 Basen, die jeweils von Flak-Einheiten beschützt werden. Das heißt, wenn wir diese Rekruten in die Nähe dieser Flak bringen könnten, dann das wäre gar nicht so schlecht. Die gegnerischen Basen, das sind aber viele. Sehr, sehr viele. Die sind ja über die halbe Karte verstreut. Den sollten wir jetzt möglichst aus dem Weg gehen. Hier sind umfangreiche Wolkenfelder. Da können wir uns vielleicht verstecken, wenn die Gegner angreifen. Gucken, wie wir das machen. Dann werde ich mal Folgendes machen. Ich werde mal hier reinfliegen mit beiden und werde mal schauen, ob ich zumindest einen der beiden Flieger rechts in diesen Wolken verstecken kann. Mal schauen, ob das klappt. Der Gegner zieht auch. Die fliegen einfach stur geradeaus, diese Frischlinge. Mal gucken, was denen das einbringt. So, mit dem fliege ich auch noch ein Stück nach vorne. Mit dem gehe ich dagegen hier schon in einen... Ich drehe mal die Spielwelt, damit wir das besser sehen können. Hier würde ich gerne so reinfliegen, hier etwa. Feind zieht auch langsam näher. Die fliegen ganz langsam, die wissen anscheinend nicht genau, was die von unserer Taktik zu halten haben. So, wir sind im Schrägflug, deshalb können wir nicht 2 Felder auf einmal fliegen, ohne dass wir einen Höhenverlust erleiden würden. Ja, hier werde ich natürlich dem Roten hier aus dem Weg gehen. Also dem Gebiet der feindlichen Basis, da werde ich nicht drauf ziehen. Ich möchte ja nicht angegriffen werden hier von diesen Flaks. Jetzt gehen wir mal ein kleines Risiko. Schneller Sturzflug. Verlieren wir etwas an Höhe, fliegen über die feindliche Flak hinweg. Zumindest der hier, der sollte uns, befürchte ich, gleich angreifen können. Aber ich glaube, so unglaublich viel Schaden sollte der uns noch nicht zufügen dabei. Ja, ganz geringen Schaden haben wir hier erlitten. Schauen wir uns mal an, wie das hier aussieht. Die gehen in die Rechtskurven. Ein Gegner ist hier in den Wolken versteckt. Den sollten wir, glaube ich, aus dem Weg gehen nach Möglichkeit. Dann ziehe ich mal hier hin. Und ziehe selber mal in die Wolken rein.
nochmal ein geringfügiger Schaden für unser Flugzeug. Hat aber anscheinend, schaut mal, nein, hat anscheinend noch keine Lebenspunkte verloren. Da haben wir Glück gehabt. Da ist anscheinend auch ein Zufallsfaktor am Werk. Sehr schön. So, jetzt sind zwei Gegner schon in den Wolken versteckt. Das ist natürlich gar nicht so hübsch. Dann gehe ich mal hier in den Sturzflug nach rechts und versuche mich selber in die Wolken zu bewegen. Und fliege hier ganz langsam gerade hoch. Jetzt haben wir erstmal Schaden. Und ich fliege mal geradeaus. Mit der Fokker hier zeige ich mich mal ganz kurz. So, jetzt kann ich in den Wolken verschwinden. Jetzt sehe ich mich nicht mehr. Und werde selber hier ganz vorsichtig vorziehen. Werde jetzt selber in den Wolken weiterfliegen. Und mit dem anderen Flugzeug, ja, auch vorsichtig weiterfliegen. Ein Feind hat sich jetzt auch in den Wolken versteckt, aber mit dem hier kann ich jetzt schon mal den hier angreifen. Ist aber durchaus riskant, bringt auch nicht sehr viel. Fliege ich erstmal langsam weiter, steige wieder etwas hoch. Und hier kann ich jetzt den hier angreifen. Genau, ohne dass der mich erkennen könnte, weil ich bleibe hier in den Wolken. Na, das hat aber auch nicht gereicht. Der hat leider auch keinen Schaden erlitten dabei. So, jetzt wird es schon etwas besser. Jetzt kann ich den einen hier erwischen. Und zwar ganz gut. Schaut mal, ich fliege direkt in dessen Heck. Mann, Mann, Mann. Das ist sehr heftig. Genau. Langsamer Flug geradeaus. Steilflug ist sogar noch besser. Dann gewinne ich wieder ein Höhenlevel. Und habe den dann voll erwischt. Ah, ich mache es noch etwas besser. Ich werde noch eins. Ich werde durchziehen. Geradeausflug bis hierhin. Ich erwische den dann im Vorbeifliegen und bin dann wieder in den Wolken und in den Wolken dann geschützt. Ja, ein Feind weniger. Ja, heißt das, hat das Risiko ja geklappt, dass ich vorneweg reingeflogen war mit dem. Zwischendurch war man ein bisschen mulmig geworden. Scheint aber ganz gut ausgegangen zu sein. Und das hier ist natürlich jetzt ein bisschen riskanter schon. Drei Flieger sind es noch. Einer müsste wo sein? Ich glaube, der liegt hier auch in den vorderen Wolkenfeldern jetzt versteckt. Ich weiß es nicht genau. Ich ziehe mal auf dieses Feld vor. Dann können die mich nämlich nicht zurückschießen gleich. Also nicht zurückschießen auf mich, wenn die dran sind. Nur 3%, das ist natürlich wenig. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, um mir zu schauen, mal aus der Nähe mir anzuschauen, wie die fliegen. Der eine fliegt geradeaus auf mich zu. Der andere ist in einer leichten, Rechtskurve. Das heißt, wenn ich hierhin fliege beispielsweise, dann könnte nämlich eigentlich nicht angreifen, aber 3% Schaden ist wenig. 4 bringt auch nicht viel hier. Was mache ich da? Was ist das? Sturzflug links. Da verliere ich etwas an Höhenunterschied. Kann aber auch gleich wieder in die Kurve gehen, in die Linkskurve und die dann vielleicht auch wieder angreifen. Was wäre die Alternative? Einfach nur geradeaus zu fliegen, dann die Kurve zu machen. Ach, das mache ich mal, ja. Oder hier hochziehen, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Nee, dann könnte der mich erwischen. Ich gehe mal hier. So, was macht der Gegner? Verfolgt, fliegt in die Wolken rein. Vielleicht macht es langsam Sinn, mich vielleicht zu den eigenen Stützpunkten zu bewegen, wo ja die Flaks sind, die auf diese Newbies draufballern könnten, wäre eine Möglichkeit.
Ja. Den Immelmann, den kann ich, glaube ich, nicht ziehen. Weil dafür muss man, glaube ich, gerade in der Luft hängen. Oder? Man muss ganz oben sein. Irgendwas reicht nicht aus, auf jeden Fall. Tja. Was tun? Ich überquere das hier mal. Gehe im schnellen Sturzflug hier rüber in die Wolken rein. Dann verliere ich zwar wieder an Höhe. Aber bleibe in den Wolken sicher. Und mit der anderen, mit der Fokker, kann ich langsam auch wieder, gewinne ich erstmal wieder einen, gehe ich erstmal in den Steigflug und gewinne wieder an Höhe. Ah ja, jetzt habt ihr das gesehen? Jetzt sind zwei der Flugzeuge hier in den Wolken verschwunden, drehen eine Linkskurve, wollen vielleicht hier hin zu der hier. Und die andere Fokker von uns, die könnte vielleicht den hier erwischen. Ich gehe mal in den Schrägflug rechts rein. Oder? Ja, ich gewinne erstmal wieder an Höhe. Und hier bin ich schon in maximaler Höhe. Gehe in den Schrägflug und werde mich dann in den Wolken verstecken. Seht ihr? Da drehen die... Hier die drehen aus den Wolken allmählich raus. Ist ja noch ein weiteres Flugzeug. Das hier fliegt auf die Fokker los. Jetzt werde ich mit dem Schwarzen, mit dem Herrn Jacobs, eine Runde drehen. Zuerst nochmal einsteigen. Weiter an Höhe gewinnen. Dann sehen die mich auch. Vielleicht lassen sich ja dazu verleiten, Richtung hier runter zu fliegen. Und mit der hier fliege ich erstmal in die Wolken rein. So, und mit der Fokker kann ich jetzt langsam drehen. Genau, Schrägflug rechts. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie zieht gleich dieses Flugzeug hier? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich ja Glück und das kommt bei mir direkt vor die Nase. Wer weiß. Ich probiere es mal aus. Jetzt bin ich gespannt. Ja, sieht so aus, als ob ich Glück hätte. Wollen wir uns das mal aus der Nähe anschauen. Tatsächlich. Direkt bei mir vor der Nase. Ha. Die beiden anderen, die kommen so schnell auch nicht hin. Die können mir nicht bedrohlich werden. Schauen wir uns das Flugzeug mal aus der Nähe an. Es dreht eine Linkskurve. Ist in maximaler Höhe. Das heißt, wenn ich hier hinfliege, beispielsweise 10, 18 Schaden, 32 Schaden... 8 Schaden. 32 ist eine Menge, aber das ist, glaube ich, besser. Ah, nee. Das ist, glaube ich, auch eine Linkskurve. Also, es fliegt ja schräg. Das heißt, es könnte in der nächsten Runde entweder hierhin fliegen oder hierhin. Das sind die beiden Möglichkeiten. Ich versuche den mal im Heck zu bleiben. Im Nacken zu bleiben, indem ich hierhin fliege. Zwar nicht so viel Schaden, aber... Vielleicht kann ich ihn ja jagen. Achso, nee, das ist ja riskant. Dann fliege ich ja hier in die Flakstellung rein, in die feindliche. Ups. Ja, dann fliege ich hier hin. Dann nehme ich die Gunst der Stunde mit und verpasse dem 32 Schaden. 32% seiner Lebenspunkte gehen jetzt futsch. So, mit der Fokker drehe ich mich langsam rein. Schrägflug rechts, Rechtsrotation, was wäre das? Aha, Schrägflug rechts heißt, ich fliege hier hin. Das ist eines dieser Manöver, das ich jetzt anscheinend beherrsche. Dann würde ich hier geradeaus weiterfliegen. Seht ihr, wie die unterschiedlich in der Luft hängt, je nachdem, auf welchen Pfeil ich klicke. Was ist besser? Schwer zu sagen. Ich klicke mal hier drauf. Nein, ich gehe lieber hier drauf, dann kann ich schneller in den Wolken wieder verschwinden. Und ihr seht, dass der hier, dass der versucht, durch einen Sturzflug seinen Feinden zu entkommen. Kümmern wir uns aber erstmal um die junge Dame hier. Die hat die Möglichkeit, den hier anzugreifen. Ah, kaum Schaden, die er da verpassen, den er da erhalten würde. Na, das lohnt sich nicht so richtig. Der fliegt links ran. Kann ich dem irgendwie ausweichen? Sieht ein bisschen ungünstig jetzt aus. Ich könnte trudeln.
könnte ich mich in Sicherheit bringen. Ein bisschen, na, nicht ganz. Bringt mir nicht viel. Bei Trudeln sackt der fast ganz bis auf den Boden. Gefällt mir alles nicht so. Ich muss versuchen, jetzt doch... Das könnte gefährlich werden, wenn der mehr hier sich in den Nacken bewegt. Ich gehe mal in den Sturzflug und bewege mich ordentlich weg. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ne, das bringt nicht sehr viel. Ja, ich fliege ganz, ganz schnell weg. So, jetzt sind wir wieder bei der anderen Fokker. Die ist im Schrägflug. Ich gehe mal eine Höhenstufe wieder hoch und ziehe wieder horizontal. Ja, von wegen horizontal. Jetzt hängt der links in der Luft, oder? Ist das links oder gerade? Nee, das ist doch ein horizontaler jetzt. So, jetzt könnte ich... Was könnte ich machen? Den hier angreifen. Autsch, das hier ist ja richtig gut. Schaut euch das mal an. Der wird aber schwer kassieren hier. Na, jetzt bin ich dann auch auf dem Präsentierteller für den. Was wären die Alternativen? An dem vorüberziehen und versuchen, den da gleich zu erwischen. Der dritte ist da hinten, der ist noch ein gutes Stück weg. Ah, ich gehe mal auf Nummer sicher und fliege einfach nur geradeaus. Und der hier, mit dem flüchte ich mich hier rein in die Wolken, oder? Der hier fliegt eine Linkskurve. Der Steilflug ist ein bisschen riskant. Der kann ja auf mich schießen. Da kann er, glaube ich, nicht auf mich schießen, weil der in der Kurve ist. Der kann nicht zwei Felder auf einmal fliegen, glaube ich. Der muss erst in die Horizontalen gehen. Ja, genau, weil hier links, beim Sturzflug links, würde ich schon wieder eine Höhenstufe verlieren. Da ziehe ich mal hier hin. So. Das sieht doch gut aus. Schaut mal. Jetzt kann ich mit der Fokker den angreifen. 14 Schaden. Also Prozentzahlen. Ich fliege mal hier hin. Dann bin ich direkt unter dem. Das heißt, er kann mich nicht angreifen. Und habe ihn ganz ordentlich was verpasst. Und mit der anderen Fokker mache ich was? Ich will auf jeden Fall in den Wolken verschwinden. Ich ziehe mal hier rein. Vielleicht habe ich ja Glück und der zieht mir wieder vor die Nase. Na, hat er nicht gemacht. Ganz so blöd ist er nicht. Hat sich jetzt selber in den Wolken versteckt, ist jetzt hier. Und das heißt jetzt wiederum, ich ziehe jetzt aufs selbe Feld, aber die werden sich nicht beschießen. Die können sich ja nicht sehen in den Wolken. Tja. Was mache ich mit dem? Das ist heikel. Das ist heikel. Ich werde erstmal versuchen, wieder an Höhe zu gewinnen. Jetzt sind gleich drei da in den Wolken drin. Einer fliegt wieder raus. Damit müsste ich doch hervorragend. Da kann ich einen erwischen. Schaut mal. Der sich vor mir in den Wolken versteckt hatte. Das ist ja wirklich schön. Und ich glaube nicht, dass die beiden anderen Flieger hier gefährlich werden könnten. Och, den erwische ich voll. Schaut mal an. Ich habe zwar einen Höhennachteil, weil ich fliege etwas tiefer als der, aber aus dichtester Entfernung erwische ich den voll. Und auch Feuerwinkel, feindliche Ausrichtung, alles passt. Volltreffer. Denen geht der Arsch auf Grundeis, behaupte ich einmal. Und mit der anderen Fokker, die ist jetzt auf maximaler Höhe. Was mache ich mit der? Ich weiß nicht genau, wie sich das hier, wie das jetzt hier rechts in den Wolken aussieht. Wie fliegt denn der, diese stark angeschlagene Einheit? Die fliegt jetzt in der Rechtskurve raus. Ich weiß nicht genau, wie der hier ist. Der sitzt, kann sein, dass der mir schnell im Nacken sitzt. Ich glaube, ich fliege mal vorsichtig weg. Vielleicht in diese Wolkenbank hier rein gleich. Na, ich fliege mal hier hin. Ich glaube, das ist ganz neutral. Ein bisschen Glück erwischt er mich. Ja, genau. Der erwischt mich nicht. Der fließt ja sogar ganz weit weg. Da kann ja gar nichts passieren.
So. Was nun? Fangen wir mit der hier an. Ja, das ist ein bisschen blöd jetzt hier. Ich begib mich hier auch erstmal in den Wolken in Sicherheit. Kann ich das machen? Hängt so schräg in der Luft, ein bisschen unglücklich. Ja, das mache ich mal. Also ich könnte zwar auch hier steigen, aber der könnte mich dann angreifen. Mache ich alles nicht. Ich fliege mal eins weiter. Verliert aber allerdings auch an Höhe. Ist nicht ganz unriskant. Und mit dem kann ich jetzt was ganz, ganz Spannendes machen. Schaut mal. Hier, das ist der Immelmann. Das ist dieses Manöver, das wir anfangs erworben haben. Das heißt, der wird sich, schaut mal in die Vorschau rein, der wird einen Looping fliegen und einen halben Looping und wird sich, und dann danach eine Rolle, wird dabei einen leichten Höhenverlust haben, aber dann den Gegner hier direkt angreifen können, und der zieht zwei oder eins, wird ihm auf jeden Fall direkt vor der Nase sein. Das sieht gut aus. Vielleicht locke ich den noch ein bisschen an. Nämlich noch eins fliege nach vorne und dann erst die Drehung mache. Na, ich gehe mal. Ich mache das jetzt schon. Sehr elegant. So. Das sieht ja interessant aus. Wo kann ich lang fliegen? Hier? Oh, das ist alles zu wenig. Das ist zu wenig. Ich habe den Immelmann doch zu früh gemacht. Das bringt mir alles nichts. Hätte ich etwas geduldiger sein sollen. Weil ich kann jetzt hier ja zwar auf den drauf fliegen und dem ein kleines bisschen Schadenspunkte verpassen, aber der kann mir dann auch voll zurückschießen. Das ist... Ich glaube, dann fliege ich lieber an dem vorbei. Ich kann noch einen Immelmann machen. Und dann hätte ich wieder diesen Höhenverlust. Na, das ist alles nicht so gut. Ich fliege im Sturzflug an dem vorbei. Ich gehe auf Nummer sicher. Feige? Kann sein. Aber ich will ja das Leben des Piloten nicht riskieren. So, und mit dem ziehe ich jetzt eins nach oben. Der gewinnt wieder an Höhe. Na, der steckt jetzt ein bisschen ein, auch vom anderen auch. Jetzt ist auch das dritte Flugzeug wieder aus den Wolken aufgetaucht. Das ist natürlich blöd. Mal schauen, was der hier machen kann. Ja, der ist direkt benachbart neben dem hier. Na, das ist nicht schlecht. Schrägflug nach links. Der kann sich auch nicht wehren, ist ja auf demselben Geländefeld. So. Und jetzt bin ich wieder mit der anderen Fokker beschäftigt. Die kann nicht bedroht werden. Die anderen sind weit weg. Da gehe ich in den Steigflug und gewinne wieder eine Höhenstufe. Aha, das ist ja interessant. Kann den Immelmann nochmal machen. Ah, der kann dann aber zurückschießen, nicht? Kann er hier hinziehen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber 14% Schaden. Die Versuchung ist zu groß. Diese Frischlinge, diese Rekruten, die kassieren ganz ordentlich Schadenspunkte. Hier steige ich nochmal in die Höhe. Der Rekrut hat es nicht geschafft, eine so scharfe Rechtskurve zu fliegen, dass dem hier was passieren würde. Das heißt, ich kann jetzt hier dem fast den Gnadenschuss geben. Ich glaube nicht, dass der dahinter auf den Zug kommen kann. Aber der kann auch eine Kurve drehen, aber ich glaube nicht, dass ich da viel Schaden einstecke, wenn überhaupt. Ich mache das mal. Also, schräg nach rechts. Ja, voll erwischt. Hat kaum noch Lebenspunkte. Und was mache ich mit der anderen Fokker? Na, der sitzt jetzt der Feind im Nacken. Gleich beide bald. Mit der sollte ich mich in Sicherheit begeben. Die Frage ist, wohin? Oh, das sieht jetzt nicht so gut aus. Ich gehe mal hier. Ich ziehe mal in die Wolken rein. Oder? Das ist alles nicht so gut. Das gefällt mir nicht so gut. Der macht eine Linkskurve, der hier. Das heißt, dem kann ich nach rechts ganz gut entkommen. Aber der zieht auf mich drauf. Kommt aber so schnell nicht hin. Gefällt mir alles nicht so gut.
Immerhin habe ich wenigstens maximale Höhenpunkte. Na, ich zieh mal weg. Ein bisschen Schaden eingesteckt. So, und der kann jetzt wieder an Höhe gewinnen. Oder, das wäre die Alternative, könnte sich dem hier in den Nacken setzen. Ja, ist die Frage. Ja, mache ich mal. Ich versuche mich in Hecklage zu dem zu bringen. Und die andere, Fenrich Buchner, wird dem ein bisschen Schaden hier verpassen, aber nicht genug. Die beiden Felder sind ganz übel, da würde ich von der Flak beschossen werden. Oh shit, das sieht alles jetzt nicht mehr so gut aus. Ich glaube, da habe ich mich ein bisschen verfranst. Dieses rote Gelände sollte ich meiden. Wenn ich relativ niedrig bin, dann bekomme ich auch eher Flakschaden ab, als wenn ich weiter oben bin. Das heißt, auf die Felder hier möchte ich eigentlich gar nicht steigen. Das hier bleibt übrig. Sturzflug links. Kann nämlich der da oben erwischen? Könnte der auf mich drauf? Ja, könnte auch. Na, ich mach das mal. Ich flieg mal hier hin. Na, hab ich ordentlich jetzt kassiert. Gar nicht gut. Eben sah es so gut aus, aber man merkt, die haben es ganz gut. Die haben ein Flugzeug mehr. Das merkt man schon irgendwie. Ah, den könnte ich jetzt aber endgültig abschießen. Schaut mal. Der sollte den eigentlich... Vielleicht erwischt er den, aber das mache ich jetzt mal. Ja. Noch, jetzt ist einer futsch. Sehr, sehr schön. Und, so, mal schauen. Der hier ist übrig geblieben. Der ist relativ weit weg vom Kampfgeschehen. Und der hier, der hängt schräg in der Luft und dreht eine Linkskurve. Sitzt mir gefährlich im Nacken. Von dem sollte ich mich eigentlich schnellstmöglich fortbewegen. Alles nicht so gut. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, direkt vor die Nase könnte ich hier ziehen. Ja. Der hier, der kann gleich hier hinziehen. Dein könnte auch ziehen. Alles nicht so gut, alles nicht so gut. Ich könnte versuchen, eine Höhenstufe wenigstens zu gewinnen. Hier würde ich nochmal eine Höhenstufe verlieren. Ah, das ist alles schlecht. Alles nicht gut. Sturzflug links. Alles nicht gut. Ich versuche schnellstmöglich Abstand zu gewinnen einfach. Ja, kassiere ein bisschen Schaden. War, glaube ich, unvermeidlich. Ach, jetzt hängt er gleich beiden von mir im Heck. Beide verfolgen. Beide Feinde verfolgen unsere. Ach, jetzt kann ich noch nicht mal in den... da hinten reinfliegen. Mann, wie blöd. Da bleibt mir nur, weil ich bin in dieser blöden Rechtskurve. Steigflug. Was kann ich mit dem machen? Auch nicht viel. Ich mache dasselbe hier, Steigflug. Ah, das ist natürlich übel. Das ist natürlich jetzt richtig, richtig schlecht. Vielleicht sollte ich doch langsam anfangen, die zu meinen Flaks rüber zu locken, wenn die sich drauf einlassen. Ah, Moment mal. Ist da etwa wieder ein Spezialmanöver möglich? Ja, von beiden nicht. Das hier wäre der Immelmann, aber dann würde ich dem direkt vor die Nase fliegen. Also der ist hier, das ist der Schwarze. Da gehe ich erstmal hier in aller Ruhe in Sicherheit in die Wolken rein und gewinne mal ein bisschen an Höhe und ja, ich gehe auch in die Wolken. Da sehen die mich ja nicht. Und mit der hier werde ich jetzt nochmal weiter hochsteigen. Und mit dem anderen, da könnte ich vielleicht versuchen, wenn ich hier hinziehe, ein bisschen Glück habe, dann kann ich einen der beiden angreifen. Ist aber nicht unriskant. Denn wer weiß, ob nicht einer der beiden mich dann doch erwischt. Ich fliege mal ganz vorsichtig, langsam weiter, einfach nur geradeaus. Ja, die belauern mich. Die lauern richtig. Gar nicht gut.
Der müsste gleich... Der fliegt wahrscheinlich selber in die Wolken gleich. Ja, das mache ich mal. Ich fliege mal hier rüber. Ja, ich gehe mal... Ich taktiere mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht kann ich ja den linken der beiden gleich erwischen. Der rechte ist in den Wolken. Beide fliegen in die Wolken. Unfassbar. Beide haben sich in Sicherheit gebracht. Mit Linkskurven. Das heißt, die sollten hier nach rechts nicht fliegen können. Sollten mich da nicht angreifen können. Wohin fliege ich jetzt? Ich versuche die tatsächlich mal vielleicht in die Nähe meiner Flachs zu locken, was auch immer. Ich fliege mal hier geradeaus. Mit dem ebenfalls. Oh, da habe ich mich ja völlig verkalkuliert. Das ist aber ganz, ganz übel. Autsch, das war ein richtig schwerer Schaden. Au, 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 au. Das ist ja heftig. Ja, der kann sich mit dem Immelmann jetzt retten. Macht er auch. Und die andere, dem hängt jetzt, der hängt jetzt tatsächlich der Feind voll im Nacken. Aber sowas von voll. Das ist echt übel. In die Wolken retten. Irgendwie in die Wolken retten. Oh, Mist. Ah, das ist ja wenigstens gut hier. Ich habe Glück, da taucht der andere aus den Wolken auf und wird voll erwischt. Da habe ich jetzt sogar Schwein. Mit einem Schrägflug rechts. Der wusste nicht, wo ich stecke. Und ich wusste eigentlich auch nicht, wo er steckt. Das war jetzt wirklich Glückssache. Jetzt steht es 2 gegen 1. Das sieht doch schon mal viel, viel besser aus als zu Beginn dieser Mission. Und hier rette ich mich jetzt in die Wolken. Und mit dem anderen werde ich jetzt mal versuchen, mich dem Feind ein bisschen zu nähern. Erst ziehe ich wieder hoch, gewinne an Höhe. Was macht die hier? Gewinnt auch einfach nur an Höhe. Der weiß nicht direkt, der weiß nicht, wo er hinfliegen soll. Ist hin und her gerissen. Will ja nicht in die Flak reinfliegen. Der rechte, meine rechte Pilotin, die steckt in den Wolken. Hat kleine Orientierungsprobleme. Ich habe maximale Flughöhe. Gehe mal in die Rechtskurve und schau mal, ob ich den gleich erwische. Und die hier wiederum, die stark angeschlagen ist. Mit der gehe ich mal in Linksflug. So, und der jetzt versucht sich tatsächlich möglichst bald genau auf den zuzufliegen. Und die hier, wie hängt der in der Luft? Der macht eine Rechtskurve, kann also geradeaus fliegen. Oh, schon wieder ist er bei mir im Nacken. Da war ich ein bisschen voreilig. Ich muss schon wieder Fersengeld geben. Ganz, ganz doof. So, mit dem kann ich jetzt mal wenigstens hinterher fliegen. Eins, zwei. Steigflug. Sollte er mich eigentlich jetzt nicht erwischen können, stimmt. Mit dem hinterher. Und Linksflug. Vielleicht habe ich ihn. Wie auf dem Präsentierteller. Oh, 54% Schaden, 40%. Hier verliere ich eine Höhenstufe, bleibe ich natürlich hier dran. My wing has been damaged. Ja, einer gegen zwei. Das ist immer ein bisschen unglücklich. So, der hängt jetzt ganz links in der Luft. Das ist für mich nicht unriskant. Ich klicke hier mal auf Rückkehr zur Basis. Ist ja schon stark angeschlagen. Genau. Oder? Ja. I'm heading home. Ist jetzt, hat nochmal
Schadenspunkte eingesteckt, aber hat sich jetzt in Sicherheit gebracht. Sturzflug links. Nochmal schwer angeschlagen. Jetzt müsste ich ihn doch erwischen. Nochmal. Schiebeflug nach rechts. Ja, hat geklappt. Wunderbar. Das war die erste Mission. Wie viele Punkte gibt es? Auch eine ganze Menge. Fast 4000 Punkte setzt sich zusammen aus 4 feindlichen Flugzeugen, die wir abgeschossen haben. Dann haben wir die Basiswertung bekommen, die Basispunktzahl 1000 mal 2. Das ist der Schwierigkeitsgrad, weil unsere Flugzeuge beide Schaden erlitten haben. Bekommen wir ein paar Punkte davon noch abgezogen. Ist aber ein ganz ordentliches Ergebnis, finde ich. Sehr schön. Und Excellent. Fritz Jacobs wurde zum Leutnant befördert und eilt noch mal weitere Manöver. Was ist denn das hier? Wing Over, ein Steigflugturn, mit dem man schnell die Richtung wechselt, verliert aber auch wieder an Höhe. Da haben wir doch eigentlich schon Immelmann. Ich denke, das reicht. Rollen dagegen. Rollen sind, glaube ich, was Feines. Ach, aber es ist schon sehr verlockend, ne? Wing Over. Das möchte ich einfach mal ausprobieren. Nein, das hier ist natürlich toll. Das ist, jetzt habe ich das gerade erst gesehen. Schaut mal ganz nach links, Schrägflug rechts. Das sind so Basismanöver, die ganz praktisch sind. Nicht so spektakulär wie dieser Ass-Einsatz da ganz oben, aber recht wirkungsvoll. Und einen Ass haben wir ja schon. Ja, das war die erste Mission. Ganz schön lange hat das gedauert. Hat aber Spaß gemacht. Zumindest mir, euch vielleicht auch, weiß ich nicht. Jedenfalls gibt es definitiv eine Fortsetzung. Demnächst, mit der nächsten Mission hier bei Ace Patrol, wollen wir doch mal schauen, was wir mit unseren Fliegerassen hier noch alles erleben werden. Macht's gut, bis bald. Tschüss.